Guten Morgen. Luisas Teller ist gestern gekommen. Da haben wir sehnsüchtig drauf gewartet und er wird jetzt gleich in den Praxistest gehen. Guten Morgen. Sorry, dass das Licht jetzt gerade so blöd fällt, aber schön, dass die Sonne scheint. Ich versuche mich mal. Ja, so geht's einigermaßen. Christian holt gerade noch den Kinderwagen und packt ihn ins Auto, weil wir Luisa jetzt kurz zur Oma fahren. Da bleibt die paar Stunden und wir fahren ins Möbelhaus und suchen uns endlich ein neues Schlafzimmer, ein größeres Bett und hoffentlich einen Kinderzimmerteppich aus. Ich freue mich so, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe ja heute diesen Kinderteller euch schon gezeigt in der Früh. Den haben wir bestellt und jetzt mal ausprobiert. Er ist gut. Klar kann sie ihn, wenn sie genug rumwutschelt, trotzdem lösen. Was macht der Hund da hinten? Man weiß es nicht. Und das Kind arbeitet auch. Und ich habe hier diese M.A.-Sam Make-up. Ah, das ist die Luisa. Die ist am Wasserkasten beschäftigt. Und ärgert sich, dass sie nicht gescheit hinkommt. Muss ich gleich mal schauen. Also dieses M.A.-Sam Make-up habe ich bestellt. Ich finde es ganz interessant, muss es mal ausprobieren. Das ist ein Make-up, das sich dem Hautton angleicht. Ich hatte das noch nie und ja, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber man wird sehen. So, wir fahren jetzt los. Ich weiß jetzt leider gar nicht, inwiefern man mich hört, weil ich diese Maske natürlich gerade tragen muss. Aber wir haben zu unserem Wohnzimmer schon mal diesen Tisch jetzt gefunden. Also wir wussten ja, dass es den gibt. Das ist so ein Musterring-Angebot. Da kann man eben dazu kaufen und das wäre dann der Tisch. Und ich bin total verliebt da hinten in die Bank. Die wird es auf jeden Fall. Also hier kann man echt nochmal sehen, dass es zu unserem Wohnzimmer auch noch ganz viele verschiedene Schränke gibt. Und je nachdem, wenn wir eingezogen sind und dann wissen, was wir eventuell noch brauchen oder was noch Sinn macht, kann man das noch dazu kaufen. Aber dann hat es wenigstens so eine Form, alles im Ess- und im Wohnzimmer. Es kommt dem Christian sehr gelegen mit dieser Maske. Da kann er wenigstens schön inkognito bleiben, gell? Sehr gut. Wir sind da. Christian schaut gerade, ob es dieses Bett theoretisch mit einer anderen Farbe für die Rückwand gäbe. Man weiß es nicht. Weil das fänden wir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht von der Machart her, wobei Christian eigentlich ganz gerne einen softeren Rahmen vom Bett hätte. Der ist jetzt natürlich wieder komplett aus Holz, aber ich finde halt, das wird ganz gut zu unserem maritimen Stil passen. Und man hätte unten übrigens auch Stauraum, Schatz, guck mal, der nicht so blöd aussieht. Optional, ja. Und der sieht gut integriert aus, jetzt nicht irgendwie hässlich. Ich persönlich finde einfach nur diese Farbe von der Schrank, also von diesem Inlet oder wie man das sagt, nicht so schön. Zeig mir mal nochmal diese Schublade unten bitte. Wie viel Platz ist denn da drin? Ja, kann man schon ein bisschen was reintun. Da würden auch diese IKEA-Boxen wahrscheinlich reinpassen. Von der Höhe her, da tut man ja meistens auch nochmal so Winterdecke oder sowas rein. Ja. Naja, generell also ganz schön, aber vielleicht gäbe es ja das hier noch einfach ein bisschen hellerem Grau. Das wäre ganz schön. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall auch nochmal vom Verkäufer zeigen lassen. Das ist nämlich im Prinzip auch ganz schick. Das Einzige ist, dass dieser Schrank hochglanzweiß ist, wäre jetzt im Angebot, würde sehr viel weniger kosten, wenn wir es so nehmen, wie es da steht. Muss man dann mal überlegen im Endeffekt, ob man vielleicht den Kompromiss eingeht, dass man statt mattweiß Hochglanz nimmt und dafür einfach 2627 Euro spart. Aber wir fragen jetzt mal den Verkäufer. Verschleiß, sofern sie Schranksysteme sind. Stylisch ist es schon, finde ich. Ja.
in der Schublade drin. Was ist das? Eine Schraube. Hat der Handwerker gleich entdeckt. Also, wir haben uns jetzt gedacht, dass wir entweder dieses Schlafzimmer hier nehmen oder dieses weiße, das ich euch gleich noch zeige. Die kommen preislich ungefähr aufs selbe, aber man muss dazu sagen, dass das weiße von hinten einfach um die Hälfte reduziert ist und von der Verarbeitung anders, aber wir müssten es halt gleich nehmen, sonst kann es weg sein. Das heißt, wir werden jetzt mal diese Bilder hier machen, unsere Eltern nochmal fragen und wenn das andere weg ist, dann nehmen wir halt dieses. Also wir finden eigentlich beide schön und können uns mit beiden anfreunden, finden beide haben was und das ist jetzt mal so unser grober Plan. Hier sind wir halt farblich weniger gebunden durch dieses Weiß, also der hohe Anteil an Weiß. Es ist sehr spacig auf jeden Fall, also einfach mal was anderes auch vom Schrank her. Habt ihr ja vorhin gesehen, dass man den so in der Mitte geteilt öffnen kann. Ja, also wie gesagt, wir werden uns jetzt nicht sofort entscheiden, aber eins von den beiden Schlafzimmern wird es dann wohl werden. Wir sind jetzt wieder draußen aus dem Möbelhaus. Das ist ja echt unglaublich, wie viel es da zum Anschauen gibt. Ich bin so ein bisschen überladen, muss ich jetzt sagen. Und es ist schon gut, dass wir uns Zeit nehmen, einfach nochmal über die Sache nachzudenken. Ich finde, das macht keinen Sinn, das einfach so hoppla hopp zu entscheiden, weil man hat das Schlafzimmer ja doch länger als ein Jahr. Also man muss das ja ein bisschen angucken. Und ja, ich muss einfach nochmal drüber nachdenken, Christian auch. Und dann werden wir das morgen wahrscheinlich entscheiden und dort dann anrufen. Genau, jetzt geht's erstmal zurück zu unserer kleinen Maus. Wir haben es jetzt mittlerweile schon Nachmittag. Ich glaube, es ist 16 Uhr vorbei. Wir haben ja die Luisa abgeholt und dann hat meine Schwiegermama netterweise noch für uns mitgekocht. Es gab gefüllte Pfannkuchen mit Spargel und Pilzen und ja, war super lecker. Das heißt, dass mir heute das Kochen wegfällt. Ist auch nicht das Schlechteste. Und ja, dann haben mich die Luisa und der Christian im Unterrichtsraum abgeladen, weil ich jetzt unterrichtet habe. Und jetzt bin ich aber auch wieder zu Hause. Christian und ich, wir haben auch mit unseren Eltern nochmal beratschlagt, was jetzt mit dem Schlafzimmer die beste Option quasi wäre. Und wir müssen jetzt einfach noch klären, wie das denn wäre. Denn dieses Mustering-Schlafzimmer, das müssten wir halt selbst abbauen beziehungsweise jemanden organisieren, der das abbaut. Und da wir momentan im Haus auch keinen Platz haben, das zwischenzulagern, da jetzt die ganzen anderen Renovierungsmaterialien sein werden, müssen wir halt gucken, dass uns das vielleicht jemand noch einlagern kann. Und da müssen wir einfach noch rausfinden, wie viel kostet das, wie lange kann der das einlagern und so weiter. Aber wenn das alles passen würde, dann würden wir dieses Schlafzimmer wohl nehmen. Also das hat uns jetzt sehr gut gefallen und es ist einfach so ein bisschen einfacher zum Kombinieren und wir müssten mit dem Boden nicht so aufpassen, dass der wirklich super dazu passt. Ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass es dann noch da ist, aber wie gesagt, wenn es dann das andere werden sollte, bin ich jetzt auch nicht traurig, weil ich finde die echt beide schön. Wir hatten ja übrigens noch nach einem Kinderteppich geschaut und obwohl da so viel Auswahl war, haben wir echt nichts gefunden, was uns jetzt irgendwie entsprochen hat. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Verkäufer gefragt, ob die ein bisschen was in Erdtönen da hätten oder ein bisschen was, was Richtung Aztekenmuster oder so geht. Und er hat halt gesagt, nö, da haben wir gar nichts da. Und naja, es war so ein bisschen nicht unbedingt sehr verkaufsfreundlich, sage ich mal so. Aber das pressiert jetzt auch nicht und ich glaube, ich hätte jetzt am liebsten einen Teppich in grün mit ein paar Punkten drauf, vielleicht weißen Punkten oder auch in einem gelb, in einem hellen Gelb, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, da kann man dann auch im Internet schauen. Klar kann man da den Teppich vorher nicht anfühlen, aber entweder man lässt dann einen anfertigen, also wenn ich dann die Tapete wirklich in den Händen halte, kann ich auch damit hingehen und sagen, der Grünton ist es, so einen Teppich hätten wir gerne. Oder man schaut halt wirklich im Internet. Da müssen wir nochmal überlegen, aber wie gesagt, das eilt jetzt auch nicht so wirklich. Das sind übrigens jetzt nochmal unsere Wohnzimmermöbel. Also das habe ich euch ja vorhin gesagt, dass da eben den Tisch dazu gibt, den Esstisch. Nicht so arg hinschauen, da steht jetzt kreuz und quer überall Bücher drin. Also es ist gerade nicht sehr aufgeräumt. Aber es ist natürlich cool, dass der dazu passt und den kann man auf insgesamt 2,20 Meter, glaube ich, ausziehen. Genau. Nee, 2,40 sogar ausziehen. Also auch wenn man da mal mehrere Leute ist, dann kann man da super gut feiern. Und wir haben eine relativ große Familie. Wenn wir wieder dürfen,
dann werden wir es auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Es ist schon echt irgendwie komisch. Jetzt war Luisa 3 Stunden bei den Großeltern und das ist ja echt nicht lange eigentlich. Aber ich habe sie irgendwie so vermisst. Ich weiß, dass sie da in super guten Händen ist und ihr gefällt es dort immer und sie spielt unglaublich schön und ja, ihr geht es da wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ich habe sie vermisst und dann habe ich auch schon wieder so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass wir sie jetzt abgegeben haben für 3 Stunden. Eigentlich total bescheuert. Aber auf der anderen Seite hätte sie in dem Möbelhaus auch einfach keinen Spaß gehabt. Also wir hätten nicht in Ruhe gucken können und sie hätte keinen Spaß gehabt. Wir wären alle am Ende gestresst gewesen. Und dann war es, denke ich, schon besser, dass die Luisa bei der Oma war. Die ist dann schön mit ihr spazieren gegangen und dann haben sie lecker Mittag gegessen und ja, haben einfach mehr Spaß gehabt als im Möbelhaus, definitiv. Ich verabschiede mich jetzt auch für heute. Ich will jetzt einfach noch ein bisschen die Zeit mit der Luisa genießen und spielen und dann werden wir ganz entspannt das Abendprogramm einläuten. Der Vlog heute ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen und ja, habt vielleicht irgendwie so die ein oder andere Idee mitbekommen, wie wir unser Haus einrichten möchten. Ja, schaltet doch gerne wieder ein, vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns bald. Ciao!